Hallo Leute und herzlich willkommen zu der ersten Runde GTA Online hier auf meinem Channel. Und übrigens, das ist nicht mein Dings, nämlich das. Ich sehe mich gerade nicht selbst, ich sehe gerade einfach ein Clan-Mitglied. Also ja, wir haben schon eine Crew und ja, jetzt machen wir erstmal eine Mission. Ich denke mal, so rumfahren, ich weiß nicht, könnte ich auch mal machen. Auf jeden Fall, das ist für die PC-Version, da sind ein paar neue Sachen dazugekommen. Ja, ein paar neue Autos halt eben, ein paar Waffen. Ja, und jetzt warte ich noch, bis die Leute da, bis ein paar Leute annehmen. Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten. Kann ich das? Ja, okay, ich hab's, glaube ich. Ich hab die sogar, glaube ich, eingeladen. Auf jeden Fall, ich will das nicht so. Also das. Okay. Egal. Jetzt sind es halt eben nur drei Leute, aber trotzdem. Wir haben Supercars ausgewählt, keine keine Dings, keine kein Verkehr. Und ja, ich nehme den hier, den will ich mir auch kaufen. Ja. So. Ich habe extra kein Radio an, weil da halt eben kopiergeschützte Musik läuft. Deshalb habe ich da extra kein Radio angemacht. Ist halt eben jetzt ein bisschen anders, aber gleich wird ja eh der Job gestartet, von daher. Ja. Jetzt sind wir nur drei Leute. Einer aus meinem Clan und ein anderer. Ich weiß nicht, soll ich Innenansicht machen oder normal. Ich glaube, damit man es hier so besser sieht, mache ich lieber die Außenansicht. Ja, so. So ist, glaube ich, am besten für Leute, die zuschauen, zum Zugucken. Eigentlich könnte ich auch Innenansicht machen, aber da sieht man halt eben nicht so viel. Ich habe extra auch Aufholen angemacht, dass nicht, dass ich jetzt da die ganze Zeit vorne bleibe. Okay. Eben habe ich schon einen Fehler gemacht. Da ist einer relativ knapp hinter mir. Auf der Karte sieht man's. Ja, verpiss dich da hinter mir. Ja, der kann Windschatten benutzen. Okay, das ist sogar einer aus meinem Clan. Er ist aber ein bisschen zu weit gefahren. Und jetzt. Ich kenne die Strecke halt eben noch nicht, deshalb muss ich ein bisschen vorsichtiger fahren. Ich bin gerade dabei, auf dieses Auto hier zu sparen. Kostet halt eben 795.000 und für so eine Mission, ich schätze mal, die hier gibt vielleicht 7.000 oder so, wenn ich Glück habe. Vielleicht auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber auf jeden Fall so nicht so über viel, keine Ahnung, wie 20.000 oder so. Das ist schon. Ich habe extra ja Verkehr ausgemacht. Ich kann danach auch noch eins machen mit Verkehr oder so, aber ich denke mal, ohne Verkehr ist es auf jeden Fall einfacher. Aber man will ja auch nicht immer auf dem einfachsten Stande spielen. So, hier, da ist eigentlich die Garage da, wo man da immer reinfahren konnte. Ich glaube, die kann man sich sogar kaufen. Ich habe mir auch schon eine Garage gekauft, aber ich weiß nicht, die war es glaube ich nicht. Ich habe mir nämlich eine 10er Garage gekauft direkt. So, hier steuere ich übrigens mit WASD. Oder ja, mit der Maus kann ich die Kamera steuern. Ist halt eben PC-Version. Ich habe das Spiel auch schon für die PlayStation 3 gehabt. Aber habe meinen Account nicht übertragen. Weil es ja dann langweilig wäre, dann hätte ich ja schon wieder was gehabt und so. Ich wollte es direkt wieder von Anfang an spielen. Und ja, PlayStation 3 auf jeden Fall hier, das ist wieder ein richtiger Unterschied mit der Grafik und allem. Es hat sich einiges geändert halt eben. Die Ego-Perspektive ist auch eins der Gründe, wieso ich mir das dann nochmal für den PC geholt habe. Weil ich bin jetzt schon die ganze Zeit so sauweit vorne. Ich bin da oben, wie man sieht, 18, Hälfte zu 19. Ein bisschen mehr sogar als die Hälfte zu 19. Ich bremse auch manchmal ein bisschen. Manche denken sich, oh komm, ich bremse einfach nicht, aber die fahren dann vorbei irgendwo. Und das ist natürlich ein fataler Fehler, der dann dich sozusagen das Rennen kosten kann.
Nur aufholen ist halt eben, wie gesagt, anders. Heißt, es könnte gleich sein, dass wieder jemand hinter mir auftaucht. Ich wollte heute einfach nur nicht nichts hochladen bei den anderen Spielen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat er da mein Aufnahmeprogramm ein bisschen rumgespackt. Und deshalb habe ich jetzt einfach, GTA war das einzige Spiel, was da ging. Deshalb habe ich einfach mir gedacht, da ich das ja jetzt sowieso habe, kann ich es doch auch mal aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ihr es findet, ob ich es vielleicht öfter machen soll oder auch mal frei spielen soll oder sowas. Mit anderen Leuten oder ohne andere Leute könnt ihr alles bestimmen. Aber ja, müsst ihr halt eben auch was schreiben, damit ich weiß, was ich da machen kann. Dass ihr fröhlich seid. Ich weiß nicht, hä, wie viele Runden? Das sind doch... Ich habe 2 Runden, glaube ich, eingestellt. 2 Runden. Also von daher müsste es ja bald zu Ende sein. Aber ich finde das Auto einfach mega geil. Centorno finde ich zwar auch ganz geil, aber das hat jetzt schon ein Freund von mir und deshalb, ich will nicht, dass alle die gleichen Autos haben. Wäre dann ja auch langweilig. Okay, hier mal einen kleinen Drift hingelegt. Es ist auf jeden Fall mit der Tastatur, ich hab's mir schwerer oder schlimmer oder schlechter, keine Ahnung, vorgestellt. Es ist auf jeden Fall, es geht. Es ist nicht so kacke, wie ich gedacht habe. Ich hab's mir irgendwie schlechter vorgestellt, aber es ist mit der Maus sogar ganz in Ordnung zu fahren. Es ist ziemlich kontrollierbar. Da hinten ist schon das Ziel. Ich mach da, glaube ich, einen Drift rein. Hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich es voll verkackt. Jetzt kann ich gleich den anderen zugucken, wie die hart ablosen. Oder sie sind schon im Ziel. Oh, da. Da ist er. Oh, nee, ich will doch gar nicht zuschauen, verändern. beenden. Okay, der ist der Letzte. Mein Crewmitglied ist auch noch... Ja, okay, der hat auch... Der ist Zweiter geworden. Der ist anscheinend nicht so gut. Hier, der Centorno-Fahrer. Der ist auch erst Level 2. Ja, hat wahrscheinlich erst das Spiel installiert und will jetzt direkt loszocken. Aber ist anscheinend noch nicht so der... Der... Ich kann auch die Kameraperspektive einfach ändern, indem ich das Maus... die Maus sozusagen bewege. 4 Minuten irgendwas. Ich glaube, ich mache da direkt noch eins dran. Okay, 5000 habe ich bekommen. War jetzt okay. Ja. Das bin ich. Wie ich rumtanze oder was auch immer. Was ich da gemacht habe. So. Ich fand's gut. Ich weiß ja nicht. Der Letzte. Nie beendet. Das ist irgendwie schon bitter, aber 1700 hat er trotzdem bekommen, obwohl er nicht mal irgendwie was wirklich gemacht hat. Ich glaube, ich stimme mal für ein anderes Rennen. Route, das ist das Route 68. Okay, das ist, ich glaube, die bin ich schon mal gefahren. Bin ich schon mal gefahren. Ich mache wieder Schnellstart, glaube ich. Damit vielleicht noch ein paar Leute reinkommen. Ja. Hoffentlich, ey, gleich kommt Radio. Ich wette, gleich ist wieder Radio an. Ja. Sowieso. Aber. So, aus. Punkt zu Punkt. Okay, es hat eh schon jemand gehostet, also von daher. Host, der ist mit Controller unterwegs, ist schon Level 37. Ich schätze mal, der hat seinen Account übertragen. Ansonsten wäre ein ziemlicher Suchti. Okay, das habe ich, das Auto anscheinend. Ja, was? Oh, nee, ich drücke immer auf rechtsklicken, dann verlässt man den Job irgendwie. Immer. Renngelb. Was soll ich nehmen? Blau. Ja, okay, blau. Komm, blau. Bestätigen. Fortfahren. Ja, los. Macht da nicht so ewig. Ich wette nichts auf mich, weil zu viele da sind. Da habe ich echt
Und ich habe da schon ein bisschen was durch Wetten da verloren. Ja. So. Und deshalb, das bringt's irgendwie nicht so, wenn da so viele da sind. Ich werde da sowieso nicht Erster. Also das kann man eigentlich schon sagen. Ich werde vielleicht, wenn ich Glück habe, Dritter oder so. Okay, diesmal war es kein guter. Ja. Okay, die Autos sind auch an, also der Verkehr ist an. Oh, ich habe mich da schon mal gut durchgedrängt. Ja, ich glaube, da ist sogar. Ja, da ist Windschatten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war gerade im Windschatten, deshalb hat sich das so komisch angehört. Ja, verpiss dich doch von mir. Da kommt er direkt wieder und will mich da überholen. Da ist er schnell unterwegs. Motorradfahrer lieber gegen den Motorradfahrer als gegen das Auto, ansonsten bin ich wieder voll am Arsch. Ja, hab ihn rum. Oh, okay, egal. Hab ihn trotzdem härter erwischt als ich mich selbst. Ich hab mich selbst richtig schlimm erwischt. Ja, fahr hier durch die Mitte durch. Ach, dieses fette Auto, das hatte ich an der PlayStation als erstes Auto. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen am Laggen. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich wegen dem Online. Ich denke nicht, dass es bei mir am PC liegt. Komm. Der erste ist ziemlich weit vorne. Ich hatte auch schon einen Hacker gesehen, der war so. Der ist immer gegen Wände oder so gefahren, war dann sofort wieder vor mir. Der konnte sich irgendwie so gut zurücksetzen. Der hat auch richtig übel rumgebackt. Das war richtig komisch. Also in dem Spiel, ich glaube, für PC wird es ultra viele Hacks geben. Also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Die Autos, der Verkehr leckt ein bisschen rum, wenn man das sieht. Ich glaube aber, man sieht es auf jeden Fall, weil. Man sieht ja, dass die Autos da ein bisschen rumlenken. Ich mache ja Bildschirmaufnahme. Ihr seht ja genau das gleiche, was ich auch sehe, sozusagen. Außer vielleicht ein bisschen schlechtere Qualität, weil es über YouTube ist und ihr das dann vielleicht ein bisschen runtergestellt habt oder so. Ich lade es sowieso nur in 720p hoch. Oder vielleicht GTA. Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben? Vielleicht kann ich GTA ja auch in. Oh, ich bin schon im Ziel. Es war ja Punkt zu Punkt. Vielleicht kann ich ja GTA auch in 1080p, also Full HD hochladen. Oh, das ging jetzt aber schnell mit dem ins Ziel kommen. Okay, ich denke mal, wenn das Rennen rum ist, verabschiede ich mich dann auch. Und sage dann halt eben. Naja, komm, ich warte noch, bis der da fertig gefahren ist oder bis das Rennen zumindest mal zu Ende ist. Jetzt dauert es noch 30 Sekunden. Ich glaube, wenn die Hälfte im Ziel ist, ab dann, ja. Ab dann wird sozusagen 30 Sekunden runtergezählt. Wer dann nicht im Ziel ist, ist halt eben auch nicht im Ziel. Also der kann auch nicht mehr dann noch ins Ziel fahren. Okay, was ist mit dem los? Der ist eben ein bisschen besoffen rumgefahren. Oh, da hat einer noch mehr abgekackt. Okay, ich bin Zweiter. Ja, 2 Minuten 22, passt auch. Ja. Okay, 3600. Ich weiß übrigens nicht, was diese JP sind. Das weiß ich nicht. Okay. Der sieht aus wie so ein Affe. Ehrlich, der sieht aus wie so ein Affe. Okay, Leute, ich wollte jetzt halt eben mich verabschieden. Mir hat's gefallen. Könnt ihr eine Bewertung da lassen, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, halt eben nicht. Ja, und dann würde ich mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Das war jetzt eine Runde GTA. Was beim nächsten Mal kommt, weiß ich wieder nicht. Und da würde ich auch schon sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.